Herzlich willkommen zum letzten und 12. Teil unserer Serie, die 12 größten Fehler von Gründern. Heute geht es um das Prinzip der Schriftlichkeit, des schriftlichen Plans, und zwar nicht nur dein Businessplan. Sicherlich ist dein Businessplan wichtig für deine Geldgeber, aber auch für dich selbst, dein interner Geschäfts- und Businessplan für deine eigene Orientierung. Aber es gibt noch wesentlich mehr Pläne, die du machst. Zum Beispiel einen Akquiseplan, einen Kanalstrategieplan, einen Redaktionsplan oder einfach nur deinen Aufgaben- und Zeitplan für deine Tages- und Wochengestaltung. Das Prinzip ist folgendes dahinter, dass bereits die erste Maßnahme des Aufschreibens mit deiner Hand auch der erste Schritt zur Verwirklichung einer Aufgabe ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das, was du nicht aufschreibst, auch nicht tun wirst oder andere nicht tun werden oder dass du es nicht kontrollieren kannst oder dass die Arbeitsanweisung in konkretes Ergebnis also nicht erwünscht ist. Gewöhne dir also an, alles aufzuschreiben, was du morgen machen wirst, welches Versprechen du abgegeben hast, welche Angebotskriterien du beschrieben hast oder wenn du jemanden getroffen hast, wo du den getroffen hast, wann du ihn getroffen hast, was er gut kann, was du ihm versprochen hast, all das auf der Visitenkarte aufzuschreiben und dann in deinem CRM auch einzutragen. Also mache hier konkrete Pläne am besten mit allem und zwar schriftlich. Wenn du es nicht schriftlich machst, wenn du deine Aufgaben nicht niederschreibst in ein System, wo du dir selbst vertrauend das auch wiederfindest, was du aufgeschrieben hast, dann bist du logischerweise gezwungen, alles im Kopf zu managen. Dein Kopf, dummerweise, kann sich aber nicht mehr als 5 bis 9 Informationen gleichzeitig merken. Das Ergebnis ist, dass du im Dauerstress bist. Das Ergebnis ist, dass du vieles vergisst. Das Ergebnis ist, dass du als eine unzuverlässige Person bekannt wirst. Das Ergebnis ist, dass du dir selbst und andere immer weniger zutrauen. Also schreib alles auf in ein System allerdings, wo du alles wiederfindest, entweder über Suchmaschinen, deinem Computer oder andere Mittel oder einfach auf Papier mit einem Wiedervorlagesystem. Denk dran, dass der schreibt, auch bleibt. Das heißt also, nutze den Speicher des Papiers oder deiner digitalen Möglichkeiten dazu, dass du viele Aufgaben notieren kannst und selbst oder dein Team abarbeiten kann. Und denk auch dran, dir immer wieder neue Pläne zu machen, denn nichts ist schlimmer, als dass du ein Ziel, was du gesetzt hast, erreicht hast und versäumt hast, ein neues Ziel zu setzen. Dann läufst du in die Leere. Bei Beziehungen, bei Ehen führt es häufig dazu, dass sich die Partner trennen, weil sie auf einmal nicht mehr gemeinsam neue Ziele gesetzt haben. Und du merkst es, dass du kein neues Ziel oder keinen neuen Plan hast, daran, dass deine Motivation runtergehst und sich andere Gewohnheiten wie Unkraut in dein Leben reinschleichen. Also schütze dich vor Abweichung, schütze dich vor Nutzlosigkeit und Motivationslosigkeit durch regelmäßige schriftliche Planung und Ziele, die du auch tatsächlich überprüfen kannst, um festzustellen, was du optimieren kannst. Wenn du bei all dem Unterstützung brauchst, bei den Planungen, Zielen, Liquiditätsmanagement und auch bei der Auswahl deiner Fähigkeiten, deiner Mentoren, dann bist du eingeladen, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unser Team bei der X-Group hat viele Experten im Team. Wir arbeiten bundesweit, digital, persönlich, je nachdem, wie du es brauchst. Und da wir zertifiziert sind, kannst du auch Fördermittel nutzen. Also buche jetzt das kostenfreie Erstgespräch. Jetzt like am besten das Video und buche auch den Kanal und empfehle uns gerne weiter, denn wir leben von guten Empfehlungen. Und ich wünsche dir nun viel Erfolg bei der Umsetzung deiner Gründung, bei deines Wachstumshabens, dass du zu denen gehörst, die erfolgreich geworden sind. Dein Daniel Schäfer.